Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf dem Kekscraft-Server. Dieses Mal ist mit mir zusammen auf dem Server Symla. Hallöchen. Hallöchen. Ich habe hier die Deep Storage Units etwas erweitert, dass wir hier noch Bricks unterbringen können und schon wieder zusammenbrechende FPS haben. Warum? Ich verstehe Better das nicht. progressively. Habe ich schon ausgemacht. Nehmen wir mal die Render Distance noch runter, weil brauchen wir hier unten sowieso nicht. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Ja, jetzt habe ich wieder gute FPS. Ich habe hier einen kleinen Raum vorbereitet für unsere Forestry Farm. Jetzt zum Glück geht. Die jetzt zum Glück geht, denn wir haben den Fehler gefunden, warum keine Bäume auf dem Server wachsen, beziehungsweise Symbol hat den gefunden. Du kannst dir mal kurz erzählen. Naja gut, also von Railcraft gibt es so eine ganz tolle Erfindung. Ne? Es werden unsichtbare Luftblöcke gesetzt, die im Prinzip den Weg eines Spielers definieren oder aufzeichnen, sagen wir mal. Ne? Und da ja dann unsichtbare Blöcke sind. Und ein Baum nur wachsen kann, wenn drüber keine Blöcke sind, aber man überprüfen will und mal nachgucken will, ob alles in Ordnung ist, sind dann da halt diese Blöcke und der Baum kann nicht wachsen. Genau so ist es. Und für alle, denen das jetzt zu viel war, von meinen 16 Zuschauern, beziehungsweise bis zu 20, ja, es ist ein Fehler in einem Mod. Nächstes kein Fehler. Es ist ein Fehler, das so zu wollen als Ja, Mod-Autor. okay. Gut, ja, es ist eigentlich bescheuert und schlecht programmiert. Korrekt. Schlecht programmiert definiere ich als Fehler. Hiermit offiziell. An alle Mod-Autoren da draußen, macht so einen Scheiß nicht. Genau, TGX. Wo ist eigentlich Better Control? Zu Hause. Ah, ja. Und hier haben wir einen Farm. Yay. Jetzt brauchen wir einen, wie hieß das Ding, was Wasser herstellt? So einen Block habe ich irgendwo. Aqueous Accumulator. Genau, den habe ich hier irgendwo. Schon 32 Grad, der Steamboiler. Aqueous Accumulator. Genau, auf den arbeiten wir nämlich auch zu. Haben wir auch noch Buckets? Drei Buckets, aber kein Wasser. Bitter. Und da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Nein, hier war mal Wasser, ist aber nicht mehr. Dann müssen wir an die Oberfläche. Düdel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 üd
Kannst du, wenn du willst. Musst aber nicht. Aber es wäre eigentlich fast unfair, weil wir uns das Book hier rangecheatet haben, damit wir nicht wieder so. Ja, eigentlich würde eine ganz normale Bienenwelt reichen. Kann ich ja machen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte. Jetzt mal Ach. ehrlich, die. Ach genau, ich wollte hier, bevor ich ewig lange suche, die Dinger, mit denen wir immer Flüssigkeiten transportiert haben. Portable Tanks. Nein. Als Pipe. Liquidux. Ja, danke. Der hätte ich wieder lange gesucht. Brauchst du einen Induction Firm? Also ich habe gerade einen dabei. Den brauche ich gerade nicht. Induction Smelter meine ich. Ich habe auch einen Induction Smelter. Ja gut, dann brauche ich ihn ja nicht Den habe ich doch verwenden. mal fair gecraftet. So, und dann brauchen wir noch ein paar. Genau, hier eine Quartz Conductive Pipe. Die klatschen wir hier einfach mal davor und dann kommt hier der Induction Smelter hin. Konfiguration wird auf nix gestellt. Dann, was brauchen wir dafür? Liquiduct, Hardened Glass, brauchen wir Lead und Pulverized Obsidian. Obsidian haben wir natürlich nicht. Haben wir Lead. Nur in Reinform. Dann klatschen wir das mal hier rein. Und dann müssen wir noch Obsidian klein arbeiten oder erstmal produzieren. So viel Arbeit. Nehmen wir hier drüben bei dem Macerator. Oh, Mist. geht nicht im Macerator. Na toll. Was denn? Obsidian klein arbeiten. Ja doch, das geht in Macerator. Das dauert bloß ein bisschen. Nee, ich konnte es nicht mal reinlegen. Lol. Jetzt echt? Ja, echt. Echt und sonntags mit Hut. Und das musste keinen Sinn ergeben. Stimmt, lol. Also. Energieversorgung ist echt hart an der Grenze. Wir haben sowieso hier merkwürdige Fehler auf dem Server mit dem. Oh ja, da sind ja Chunks verschwunden. Genau. Bei Heldenmaster. Heldenmaster, falls du das sehen solltest, dass Ja, du es noch nicht der weißt. weiß das schon, der weiß das Oh, schon. Java schade. Kader weiß es bloß nicht. Dann Der Arme. Java Kader, deine Basis ist weg. Und der ist gerade nicht da. Aber gräme dich nicht, das muss so sein. Musst du ihm dann beichten oder beibringen, weil ich bin nächste Woche nicht da. Krieg ich hin. Hey du, deine Basis ist weg. What? Ach, schon komisch, das sind einfach zwei Chunks. Es sind wirklich genau Chunks, also. Ja klar, was alles andere wäre reichlich komisch. So, wir besitzen Liquiduct. Yay! Ich glaube, das sind die ersten auf dem Server, oder? Ich habe gerade ja nicht zugehört. Ich glaube, das sind die ersten Liquiducts auf dem gesamten Server, oder? Ja, ich habe noch keine mehr. Also müssten eigentlich ersten sein. Hölle dauert das lange, Liquiduct abzubauen mit einem. Oh yeah, das funktioniert. Haha. So, was müssen wir jetzt hier reinsetzen? Müssen wir hier Saplings reinsetzen? Open Peripherals muss ich noch mal installieren, Ja, definitiv. bevor ich weg bin. Und du musst das Modpack veröffentlichen. Muss ich nicht? Solltest du. Kann. Es wäre schön, wenn du dies tun würdest. Aber erstmal nur für eine bestimmte Gruppe. Natürlich. Aber so jemand wie Ima oder Martok Ja. kann er ja sehr gerne dazu. Übrigens, hallo Ima. Jetzt hier erstmal meine alte Form abbauen und umsetzen.
So, wie bringe ich das Ding jetzt eigentlich zum Arbeiten? Müsste der jetzt nicht eigentlich anfangen, was zu tun? Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin irgendwie ein. Ach, das Ding braucht noch Energie. Ja. Was? Das braucht Energie? Ja, schlimm, oder? Das ist eine Schweinerei. Packen wir da erstmal ganz viele. Oh mein Gott, wir haben keine Energie mehr. Du hast keine Energie mehr. Ja, mit wir meine ich ja mich Ich und meine weiß. Zuschauer. Komm schon. Wir brauchen Quarz Ich weiß noch auf dem und Glas. Ultimate-Server, wo du so übelst ineffizient hier das mit den Sugarcanes gemacht hast. So wie es sein muss. Übelst umständlich, ey. Und warum auch nicht? Weil das übelst den Server so Rechenleistung gekostet hat, weil es nur While-Do-Schleife war. Na und? Ah, die sind nicht gerade so effizient. Effizienz. So, dann führen wir mal das Buildcraft-Gedöns hier unten lang. Okay. Boah, ich weiß nur, wie ich immer tausende von Bone Meals verschwendet habe, weil das nicht ging, ey. Geht das so toll instant? Oh mein Gott. Wir graben uns hier übrigens gerade einen Weg rüber zur Farm, wo denn die Energieversorgung langführen soll. Für alle, Mein die sich Haus fragen, wieder. was zur Hölle baut der da? Wollte gerade irgendwas machen, aber ich hab's vergessen. Jetzt weiß es wieder. Mist. Warum bist du so wenig vergessen? Oh, hier ist Quarz. Oh mein Gott. Oh, ich muss unbedingt mal eine Query aufsetzen, dass wir alle irgendwie so ein bisschen mehr mit MI machen können. Oder ich fange mit Bienen an. Ich habe, glaube ich, am. Kann man da das auch? Ja, da, also es gibt jetzt eine neue Biene. Oh, wie heißt die? Cool. Sag's dir gleich. Genau. Für alle, die sich fragen, warum machen wir hier eigentlich gerade so einen Scheiß? Yes. Ganz einfach deswegen, weil wir dann das Holz zu Holzkohle verarbeiten und dann damit eine Steam Engine antreiben, die uns massig Energie produziert. Könntest entweder, warte, eine Quantum Queen, also ein Quantum Bee züchten, oder Spatial Queen. Und die machen beide heißen Certus Coms und aus denen kannst du, warte, gleich doch auf jeden Ja. Fall Nether, also diesen Nether Quartz machen, Certus Quartz und noch irgendwas. Ja, die drei Sachen. Das ist ziemlich cool. Ich habe keine Was? Spitze. Ah, ich habe ja hier diese Klaue. Plump. Ich will da nicht runterfallen. Ich glaube, so ein eigenes. Aber kann ich mal Feed the Beast Unleashed starten? Weil mir das kackt irgendwie mal ab, wenn ich in eine Welt gehen will. Echt? Ja. Bei Also, mir ich finde geht's. das ganz gut so, wie wir es haben mit den eigenen Modpack. Das können wir halt wirklich nach Belieben anpassen. Das ist das Gute. Wenn wir uns sagen wollen, hey, wir wollen jetzt updaten, sind wir nicht darauf gebunden,
was die jeweiligen Leute sagen. Welches da? Ich glaube, das Ding hier ist die Stromversorgung. Da sollte jetzt jede Menge Energie durchfließen gleich. Jo. Bäume wachsen, ey, das ist so schick. Wieder einen halben Stick. 2 Minuten. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding jetzt nichts tut. Vielleicht sind die Fackeln dem hier zu blöd. Das wird es aber nicht sein. Hier abbauen. Ich bin unwissend. Hast du eine. Kennst du dich ein bisschen mit Forestry Farm aus? Warte mal so ein bisschen. Ich will noch mal gucken, wie man Lipids auf Fertility noch macht. Außer zufällig Netherwarzen. Ich? Nein. Okay, und jetzt geht ja auch keine Energie mehr durch. Mit anderen Worten, der nimmt doch nichts mehr auf. Müsste der dann. Braucht man da vielleicht ein Redstone-Signal? Ob der hier irgendwo Netherwarzen ist, weiß ich. Hm. Da. Hier ist ein Soul Sand ausgerechnet. Da jetzt ein Redstone-Signal anschließe. Er tut nichts. Komm. Ach, das braucht das Ding zwingend Fertilizer? Ja. Hm. Das ja. Aber der muss doch erstmal auch den Dirt rauslegen, oder? Nehmen wir erstmal ein paar Bones als Fertilizer. Das sollte ja gehen. Hat's denn Energie? No Fertilizer steht doch da. Ah, nur Fertilizer. Ah, Bin ich darauf gekommen? Kompost. Darauf gekommen. Die Maschine sagt einem ja, was er haben will. Wollte schon wieder ein Stack Kompost. hier von diesen Experience, lol. Ah, hast du zufällig Getreide? Ah, das haben wir im Dorf, oder? Was? Getreide. Da kannst du ja auch nicht fahren mit. Das kannst du da auch mit einbauen übrigens. Ja. Dann gehen wir mal ins Dorf. Dorf. Weiß nicht. Doch, doch, ich glaube schon. Ich mache mal kurz Platz bei mir im Inventar. Best nur, dass ich wieder ein halbes Stack Holz habe. So. Das ist der Grund, warum man eine Ender-Pouch haben sollte. So. Die Zeit vergeht so schnell, ist schon wieder fast Zeit für den Break. Cut, Gedöns. Können wir uns aber Echt? ganz schnell die nicht mehr vorhandenen Chunks ansehen. So, erstmal schaut dieses, nennen wir es mal Haus, noch ganz normal aus. Aber, wenn man hier guckt, da fehlt ein bisschen was.
Ja, hier fehlt ein ganzes Stück Haus. Sind vor allem genau die Ecken, in denen ihre Maschinen fehlen. Irgendwie ein bisschen scheiße gelaufen. Ja, leicht. Getreide, Getreide. Willkommen zur Welt des Lags. Ich habe nämlich auch eine Idee, wie man auch eine gute Farm bauen könnte. Man könnte mit Turtles und Lilypads of Fertility einfach Pumpkins dauern, ganz schnell machen. Das habe ich früher mal gemacht. Haben so eine Viertelstunde vielleicht pro Turtle 3 Stacks Pumpkins raus. Das kannst du automatisch zu Pumpkin Seeds craften lassen. Also auch Energie hier, ohne Energie hier. Und das dann in Bioreactor reinholen. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Nee, sagen Sie mir nicht. Am Bioreactor, die machen aus Seeds und sowas ohne Energie Biofuel und das kannst du dann einfach in einen Steamboiler packen. Okay. Ich glaube, das mache ich auch noch mal. Ja, Ja, dann das machst du mal. klingt nach einem Weg, um an viel Energie ranzukommen. Sehr viel Energie. Gut, wenn man sowas wie MFFS nutzen will, dann braucht man auch viel Energie. Gut, dafür würde ich dann Ultimate Repeat nehmen, aber Meinst du? so, Warum haben wir überall ja. nur Kartoffeln angepflanzt und kein Getreide? Weiß es nicht. Oh, schon wieder. Ey. Dann latschen wir wieder zurück und gucken. Wir nehmen jetzt, also ich nehme jetzt noch so lange auf, bis die das erstmal anfängt, was zu tun, diese Farm. Geht ja nicht, dass die nichts tut. Wenn wir uns jetzt Oh schon mein die Gott. zweite Folge mit beschäftigen. Nimmst du dir für ein Recht raus, also wirklich? Das ist besser als die 35 Minuten Fehlfolge, wo ich eine Viertelstunde in der Mitte rausgeschnitten habe. Oder die eine Folge, wo du nichts rausgeschnitten hast. Das war ja in einer anderen Serie. Da auf dem vorigen Server. Warum ist jetzt Day geworden? Waldbaum. Und warum Oh sehe geil, ich? Also es ist die ja nicht mal Wachen. Nacht gewesen. Das ist ja das Interessante. Die Watering Can funktioniert auch in Otherworlds geil. Die funktioniert auf allem, was irgendwie Bone Meal oder sowas annehmen kann. Echt schade, dass man die nicht automatisieren kann. Das ist Absicht. Stell dir mal vor, es würde noch den Deployer geben. Glaube, dann Da kannst du haben wir Energie. Kompost. Und dann stellen wir mal ein paar Sticks von dem Zeug her. So. Dann klatschen wir da noch Kompost rein und dann. In einen dieser vielen Slots. Sag mir nicht, der braucht kein Kompost. Was heißt denn eigentlich insufficient? Ich glaube, nicht gut. Das wäre sehr für den Arsch. Was haben wir denn alles für Fertilizer? Industrial Fertilizer und den normalen Fertilizer. Hast du Appetite zum Testen? Nee. Aber ich Aber weiß, ich. wo Appetite ist. Dann gehen wir mal ganz schnell in der fremden Basis den Boden ausklopfen.
Also es gibt auch eine Appetite B und die ist gar nicht mehr so schwierig zu kriegen. Das ist noch eine der einfacheren. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du sowas ranzüchten würdest. Muss ich mal, wenn ich wiederkomme, mache ich das auf jeden Fall. Wunderschön. Nice. Winnen for the win. Unendliche Erze. Fremde Basen sind nie sicher vor mir. Erst Kupfer und jetzt Appetite. Oh mein Gott. Zu viel für Wo den Zweck. klaust du denn wieder? Klauen? Ich doch gar nicht. Boxt die ja nur aus, stimmt ja. Genau. Ach, es tut mir leid, dass ich immer das nicht so richtig differenzieren kann. Ja, kein Ding. So, dieses Loch ist war schon die ganze Zeit so. Das ist ein Chunk-Fehler. Ich definiere das jetzt als Chunk-Fehler. Jetzt wieder gemacht. Ein tiefes Loch in den Boden einer Basis gerissen. Aha, Chunk-Fehler. Ja, Chunk-Fehler. Kann ich doch nichts für. So, wo haben wir denn? Haben wir Sand irgendwo? Sand. Wir haben Sand. Super. Ich brauche mehr Sand. Das war jetzt auch schon wieder mal sehr fehlig, was ich da gemacht habe. Nimm diesen Fertilizer. Tue etwas. Gehen wir mal ein bisschen Yu-Yu-Meta am Borgen. Ja. Baum, Baum, tu etwas. Könntest du einfach mal in die Wiki gucken. Das könnte ich tun. Jetzt braucht die Farm auf einmal Strom. Das ist ja schon mal. Sondern sie sagt aber immer noch Fertilizer insufficient. Ach, siehst du, ich kann auch von hier oben drauf zugreifen. Also, Farm und Fertilizer. Ich hab da aber Fertilizer drin. So ziemlich jeden Slot. Ja. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich versuche diese doofe Farm zum Laufen zu kriegen. So, irgendwas muss ich ja jetzt tun. Nein, tut sie nicht. Verdammt. Na gut, dann sehen wir uns wieder und bis dann. Ciao. Tschüss.